Diese Sätze sollen dich in deine Schranken weisen. Narzissten beherrschen es ganz meisterhaft, Menschen in die Irre zu führen. Sie verdrehen die Wahrheit so lange, bis sie ihnen in die Hände spielt und sich niemand mehr auskennt, was eigentlich Sache ist. Dieses Verwirrspiel ist besonders in Beziehungen anstrengend und es kann mit der Zeit toxische Züge annehmen. In einer Partnerschaft mit einer Narzisstin oder einem Narzissten zu leben, ist wie ein Spiel nach unbekannten Regeln. Nur der Narzisst kennt sie und er ändert sie am laufenden Band. Sobald man also meint, man hätte begriffen, wie der Hase läuft, wird prompt eine gänzlich andere Richtung eingeschlagen. Unter anderem dienen dem Narzissten diese 7 Sätze dazu, dich vollends aus dem Konzept zu bringen, die wir dir heute vorstellen möchten. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Alle anderen sehen das ganz genauso. Narzissten verstehen es wie niemand sonst, das Weltbild ihrer Opfer zu manipulieren. Am Anfang ihrer Beziehung werden gezielt Gerüchte gestreut, die dazu führen sollen, dass ihre Auserwählten den Kontakt zu Familie und Freunden abbrechen. Nur isolierte Opfer sind willige Opfer. Gelingt dieses Intrigenspiel nicht, machen sie sich das zunutze, was die Psychologie unter Triangulation versteht. Der Narzisst behauptet einfach, das, was ihn konkret an seinem Menschen stört, stört auch alle anderen. Und wenn alle recht haben, muss das Opfer wohl oder übel falsch liegen. Nummer 2. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Im Streitgespräch mit einem Narzissten wird man ständig über Kleinigkeiten stolpern, die dem Narzissten lästig sind. Allerdings sind es große Themen für diejenigen, die sie zur Sprache bringen. Wenn der Narzisst sein Opfer etwa in der Öffentlichkeit bloßgestellt hat, und das tut er mit Vorliebe, wird er diese Gehässigkeit später als Banalität abtun. Das Opfer steigert sich hinein und übertreibt. Tatsächlich spricht er damit einem anderen Menschen aber seine Gefühle und sein Recht auf seine eigene Meinung ab. Kommt dir dieses Szenario verdächtig bekannt vor, dann bleib auf der Hut. Niemand außer dir darf entscheiden, wie du dich fühlst. Will man dir daraus einen Strick drehen, hast du es mit einem narzisstischen Winkelzug per Excellence zu tun. Nummer 3. Niemand sonst verhält sich so wie du. Eine beliebte Narzisstenstrategie ist es, das Opfer Lamm sozusagen von der Herde zu trennen. Indem er einem Menschen erfolgreich einredet, sich als einziger schräg, unkooperativ oder widerständig zu verhalten, isoliert er diese Person indirekt von allen anderen. Außerdem will niemand als schwierig gelten und den allgemeinen Unmut auf sich ziehen. Narzissten wissen das und sie lieben diese Taktik, um ihre Opfer klein und gefügig zu halten. Dieses Vergleichen mit anderen ist schäbig und führt dazu, dass die Opfer sich noch mehr von der Welt zurückziehen. Nummer 4. Du wärmst immer wieder dieselben alten Geschichten auf. Lebt man mit einem Narzissten zusammen, kann es durchaus vorkommen, dass sich dieselben Verhaltensmuster in endlos Schleifen wiederholen. Das ewige Märchen erzählen beispielsweise. Oder das Vorgeführt und bloßgestellt werden vor anderen. Narzissten beherrschen nicht allzu viele Tricks und diese müssen dann eben immer wieder herhalten. So kommt es, dass ihre Opfer sich auch in regelmäßigen Abständen über dieselben Verhaltensweisen beschweren. Natürlich dreht der Narzisst den Spieß einfach um, indem er sein unwürdiges Verhalten verharmlosen will. Nummer 5. Jemanden wie mich findest du garantiert nie wieder. Rückblickend kann man das nur hoffen. Mitten im Auge des Tornados, also in einer Beziehung mit einem Narzissten, wiegt diese Drohung aber natürlich schwer. Der Narzisst ist tatsächlich überzeugt davon, ein Geschenk der Götter an die Menschen zu sein. Schließlich erachtet er sie alle als unwürdig und seine Gesellschaft daher als einzigartiges Privileg. Er glaubt diesen Unsinn, den er da erzählt, wirklich. Als Waffe verwendet, kann er bereits angezielte Opfer noch mehr verunsichern.
Die Angst, diesen Menschen zu verlieren, ergreift dann tatsächlich Besitz von ihnen. Nummer 6. War ja klar, dass du so reagierst. Diesen Satz kramt ein Narzisst immer dann hervor, wenn er nicht mehr weiter weiß. Er unterstellt seinem Gegenüber damit, berechenbar und ganz und gar durchschaubar zu sein. Ihm selbst verleiht diese Aussage Kompetenz, was den Charakter und die Wesenszüge des anderen betrifft. In Wahrheit fehlen ihm hier nur die Worte, wahrscheinlich weil sein Gegenpart die Wahrheit laut ausspricht, gegen die nicht einmal im Universum der Narzissten ein Kraut gewachsen ist. Diese Floskel soll ihm lediglich Zeit verschaffen, weil ihm echte Argumente fehlen. Nummer 7. Du bist selbst schuld daran. Schlägt ein Narzisst über die Stränge oder vielleicht sogar tatsächlich zu, denn auch das kommt vor, braucht er einen Schuldigen für seine Entgleisung. Dieser ist rasch gefunden. Das Opfer selbst wird zum Täter. Diese Beweislastumkehr ist eine der absoluten Spitzendisziplinen der Narzissten. Sie verstehen es wie niemand sonst, aus sich selbst die Unschuldslämmer in Person zu kreieren und aus allen anderen die Bösewichte. Meistens sind sie auch noch sehr erfolgreich darin, ihren verunsicherten und vielleicht sogar schon recht verzweifelten Opfern den schwarzen Peter zuzuschanzen. Unser heutiges Fazit: Glaub einem Narzissten am besten kein einziges Wort. Sie sind begnadete Lügner, Blender der Extraklasse und Hochstapler, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Narzissten beherrschen die gesamte Klaviatur der Intrige und Manipulation mit Bravour. Sie würden alles sagen und leider auch so ziemlich alles tun, um ihre Ziele zu erreichen. Dafür brauchen sie Menschen, die willige Opfer sind oder die Arbeit für sie erledigen. Damit diese brav bei der Stange bleiben, müssen sie immer wieder dazu gebracht werden, an ihrer Wahrnehmung und ihrem Verstand zu zweifeln. Sätze wie diese, die wir hier vorgestellt haben, hat sicher jede und jeder von uns schon einmal gehört. Es sind billige Phrasen und abgedroschene Floskeln, die schnell zur Hand sind. Narzissten lieben solche einfachen Lösungen, weil ihnen schlichtweg die Fantasie für bessere fehlt. Lass dich daher nicht auf Glatteis führen, indem du diesen Anschuldigungen und Behauptungen glaubst. Hinterfrage lieber jeder einzelne davon. Ein Narzisst lügt, wenn er den Mund aufmacht. Verlangst du nach einer Erklärung, wird seine Fassade aus Blendwerk und überzeugendem Auftreten schnell in sich zusammenstürzen. Bevor du an deinem Verstand zu zweifeln beginnst, hinterfrage lieber jenen Menschen kritisch, der diese Zweifel in dir sät. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.